Hallo meine Freunde des gepflegten Echtzeug Space Engineers, wir sind wieder zurück. Wir haben ja letztens schon angefangen hier falsch gefärbte Bodenplatten für die verbesserte Krankenstation zu errichten. Wobei wir das jetzt mit den richtig gefärbten fortführen werden. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Krankenstation wirklich hierher kommt, aber da von der Tür kommt sie auf jeden Fall jetzt erstmal weg. Nee, habe ich eh abgetrennt, passt. Ja, da geht schon einiges an Zeit ins Lande. Aber wir spielen ja auch Survival. Insofern wird es, glaube ich, auch wenig Sinn machen, hier jetzt mit den Ultra-Turbo-Einstellungen zu schweißen. Und ja, sieht gleich besser aus. Und ich muss euch sagen, es macht auch keinen Sinn, insofern, als dass wir zwar dann schnell mit Schweißen sind, aber uns das Material dauernd fort ausgeht. Also, ja, nicht wirklich sinnvoll. So, wir brauchen 30 Herstellungskomponenten. Ich hoffe nämlich, dass die Solarpaneele voll sind. 15 Metallgerüst, Stahlrohr, Kleinstahlplatte und Computer. 15 Metallgerüst. 15 Stahlrohr klein, 15 Stahlplatten und 15 Computer. Nein, nicht 115, 15 reicht. Und der Rest sind die Solarzellen. Schauen wir mal. Ja, perfekt. So. Wir haben gesagt, wir beginnen hier mit dem Panelbau. Ich möchte jetzt nur von vorne sehen, ob die Paneele dann auch laufen. Hallo? Na toll! Das geht nicht, weil hier ein Panel reinsteht. Nicht ernsthaft. Ja. Das Problem kann gelöst werden. Problem gelöst. So, das kommt einfach woanders hin. Ich will hier meine Paneele haben und Ende der Diskussion. So, Schweißgerät raus und los geht's. Wenn es das nächste Mal hell wird, möchte ich nämlich gern, dass die Dinger fertig sind. Ja, zieht sich ein wenig. Ich weiß, ich weiß. Aber wir kommen voran, so. Gleich haben wir es geschafft. Perfekt, 5 Solarpaneele mehr und die Original-Solarzelle nehmen wir erstmal mit. Und die montieren wir hier heroben. So. Ja, wird ein bisschen Schatten werfen, aber was soll's. Bei denen geht es ja jetzt nur mal drum, Hauptsache sie sind da. So, wir haben jetzt hier noch eigentlich für zwei Platz, möchte ich aber im Moment noch nicht tot machen. Gut, wir haben hier, haben wir gesagt, die Außenwand. Wobei, ja, das werden wir erst sehen.
grundsätzlich ist jetzt natürlich die Frage. Ich habe keinen Timer gestellt. Ja, richtig. Das habe ich völlig richtig erkannt. Das ist aber kein Problem. Wir haben ungefähr 7 Minuten. Passt. Hat gleich den Vorteil, dass wir unsere Energie aufladen. Gut. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen unlustig, würde ich mal sagen. Unsere Abwehr funktioniert perfekt. Sehr schön. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir haben die Krankenstation, wir haben zumindest einen Sauerstofftank, den wir möchten, und wir haben den Oxygenerator, der auch irgendwie angeschlossen werden muss. Ja. Lass mich mal gucken. Von der Höhe her sind wir hier 3 hoch. Das heißt, die Rohrleitung. Ja. Auf die Gefahr hin, dass wir alles umbauen müssen. Ich habe einen Plan, der jetzt zwar noch wenig Sinn macht, ach du Schande, das braucht Material. Egal. Was ich möchte, ist eine Tritra-Treppe. Ich sie denn finde. Ja. 50 interne Panzerungen, 3 Stell Herstell 30 Herstellungskomponenten. 50 interne Panzerungen, 30 Herstellungskomponenten. Die passt auch genauso. Farblich, nö, kann sie eigentlich so bleiben, wie sie ist. Warum nehme ich 30 interne Panzerungen statt 50? Tja, wer tippen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt brauchen wir noch 20. So, das Ding ist ein Block hoch. Genau, das passt auch so. Und zwar wird jetzt auf der Höhe, wo wir uns bewegen, werden die ganzen Versorgungsleitungen liegen. Dann haben wir den Vorteil, dass wir drunter noch einen massiven Block haben. Falls von unten irgendwas passiert, sprich es kann oder es sollte den Versorgungsleitungen nicht sofort an den Kragen gehen. Und wir haben aber den Vorteil, dass wir die im Boden versenkt haben und so zum einen nicht in der Base herumlaufen haben, irgendwo an den Wänden oder so, und zum anderen, glaube ich, ist das leichter für ja, fürs Planen, weil ich dann einfach einen Conveyor dorthin baue, wo ich eine Raffinerie oder was auch immer habe und die Dinger von unten versorgen kann, denn die Dinger haben unten alle einen Anschluss, soweit ich weiß. Das heißt jetzt aber, wir brauchen Förderleitungen. Wir brauchen gebogene Förderleitungen. So, das reicht mal. Ich habe schon einen Plan, keine Angst. Stahlplatten, Herstellungskomponenten, Stahlrohre und Motoren.
Stahlplatten. Herstellungskomponenten brauchen wir am meisten, ja. Stahlrohre klein, ungefähr so viele wie Stahlplatten. Nehmen wir alles mit. Und ungefähr die Hälfte an Motoren, also 100. So. Gut. Das habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt nicht so machen kann, wie ich es mir wünsche. Ja, dann machen wir hier. Nein. Ein Förderband mal hin. Interne Panzerung. So, 20 interne Panzerungen, 20 Stahlrohr klein. 30 Herstellungskomponenten und 6 Motoren. So, darf ich ihn jetzt? Ja, sehr schön. Ich brauche nämlich irgendwas, wo ich meine Rohre anschließen kann. Und ein Förderband ist in dem Fall das Einfachste. Das passt mir ganz gut. So. Sind wir jetzt? Das müsste reichen. So, passt. So. Ich sehe gerade nicht, wo sie hinschießen. Egal. Lasst mich mal überlegen. Macht's Sinn? Macht's Sinn? Macht's Sinn? Nee. Ich nehme mal an, ganz ohne oberirdische Leitungen werden wir nicht auskommen. Aber egal. So. Was wollen wir hier machen? Hier möchte ich... Geht sich das mit unserem Schiff überhaupt aus, was ich möchte? Lasst mich mal kurz einen Blick riskieren. Ja, die fallen uns runter kurzzeitig. Aber nur kurzzeitig. An und für sich. Einen Blick riskieren würde sich das ausgehen. Inwieweit ich mein Schiff umbauen muss. Ich habe nämlich von hier keinen Zugriff auf den Frachtcontainer, oder? Nein, nur aufs Cockpit. Okay. Nichtsdestotrotz, wir werden hier... Nein. Uns fehlen jede Menge Stahlplatten. Dann
können wir nämlich hier mit unserem Schiff andocken und die Sachen automatisch abladen lassen, wenn auch nur in Boxen im Moment. Meteor Storm inbound. Ja, ja, schon gut. Das würde aber bedeuten, dass ich mein Schiff hier umbauen muss. Ich brauche nämlich dann einen Verbinderanschluss. Das war knapp. Ich find's lustig, dass die Dinger in der Nacht überhaupt nicht schießen. Aber kommen die Meteoriten von unten? Keine Ahnung. Wow! Das war definitiv knapp. Egal, wir machen hier jetzt weiter. So. Wie viel Sprit habe ich eigentlich noch mit? Oh, keinen. Gut zu wissen. Hört sich irgendwie an wie eine Klospülung. Ha. Egal. So, wir müssten jetzt hier irgendwie... grundsätzlich den Boden erhöhen. Was auch immer da ist. Ja. Und dann werden wir nichtsdestotrotz eine Förderleitung hier nach hinten mal benötigen. Das macht wenig Sinn. Eine Förderleitung ins Nirvana, ja. Noch eine Förderleitung ins Nirvana ist auch schön, ja. Wieder die falsche Taste. Hier machen wir mal einen Anschluss. Und zwar hätte ich hier gerne 6 Point. Nein. 5 Point. Objective complete. Ja, unsere Zeit ist aus. Der Corner müsste... Der müsste reichen. Sehen wir mal. So, und zwar will ich es nicht so, sondern genau so haben. Sehr schön. Gut, unsere Zeit ist eigentlich um. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt während der Verabschiedung hier noch ein klein wenig schweißen, damit wir weiterkommen. Und wir haben schon massiv zu wenig Stahlrohre. Wir haben von allem zu wenig. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt mal eine Grundidee, wie wir hier weitermachen können. Ich glaube, das kann soweit auch ganz gut funktionieren. Wir haben schon wieder kein Eisen mehr. Doch, habe ich es wieder auf demontieren gestellt. Nö, aber er kriegt wirklich die Rohstoffe nicht. Ich habe eine Grundidee, wie das Ganze ausschauen könnte. Wie das Ganze funktionieren kann. Die Frage...
Frage ist, ob das Ganze auch dann so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Aber grundsätzlich bin ich da optimistisch. Wir werden das nächste Mal dann wieder ein bisschen was schweißen. Werden dann auch schauen, ob wir die Krankenstation schon ein wenig verlegen können. Das heißt, ein wenig verlegen, mal in eine einigermaßen finale Position bringen. Vielleicht geht sich das das nächste Mal schon aus. Es sieht ja soweit ganz gut aus mit dem Fortschritt. Die Röhren liegen eigentlich alle. Sechs Panzerglas brauchen wir noch. Die Röhren liegen alle. Die Verarbeitung geht ganz gut voran. Wir müssen dann noch den Fußboden anheben, also anheben, aufdoppeln eigentlich. Panzerglas hier. Den Fußboden anheben. Die Treppe haben wir ja schon gemacht. Farblich werden wir die Krankenstation auch vom Rest der Base trennen, genauso wie unseren Batterielagerraum. Ich möchte nicht alles im Einheitsgrau, darf ruhig ein bisschen bunt sein, ist zwar kitschig, aber was soll's. So, das sind wir fertig. Ja, und ich parke mich erstmal hier. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, ich zock Space Engineers. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.